Herzlich willkommen hier bei MTG Black Set. Heute stelle ich euch Titan Post vor. Das Deck ist nur eine Ramp-Strategie, die einfach die Posts dafür nutzt, mehr Mana zu generieren als jeder Gegner und jeder Spieler. Dazu spielen wir 4 Cloud Post, 4 Glimmer Post und 2 Vesuva, die einfach am besten Cloud Post kopieren. Im schlimmsten Fall aber auch irgendein anderes Land, falls man mal so ein bisschen Shortage hat. Cloud Post generiert uns dabei ein Mana für jeden Ort oder Lokus, den wir kontrollieren, und Glimmer Post generiert Leben dementsprechend. Da wir aber auch noch ein bisschen farbiges Mana brauchen, spielen wir ein paar Forests. Das sind 3, 6, 8 Forests für uns. Ich habe jetzt hier noch Snow-Covered Forests drin, die haben aber gar keinen Grund mehr. Der ursprüngliche Grund war einfach Field of the Dead, was ich mal ausprobiert habe, und jetzt sind diese beiden da noch übergeblieben. Nebenbei noch ein paar Utility Lands. Karakas bounced uns gegnerische Legendaries oder auch eigene Permanents. Eye of Ugin funktioniert als Tutor und sorgt dafür, dass unsere Win Conditions günstiger werden, denn da spielen wir die Eldrazi Titans in dem Slot. Glacial Chasm sorgt dafür, dass wir lange genug überleben, um unser Mana aufzubauen, unsere Landbase dementsprechend, was auch dafür sorgt im Umkehrschluss, dass unser Kontroll-Matchup ziemlich gut ist, unser Delver-Combo-Matchup aber deutlich schlechter. Kontrolle ist aus dem Grunde gut für uns, weil uns diese Decks genügend Zeit verschaffen, unsere Mana-Base einfach so aufzubauen, dass wir aus dem Stegreif das Spiel gewinnen können. Dann ein Bojuka-Bock, um mal Graveyard Shenanigans so ein bisschen auszukountern. Cavern of Souls, um gegen besonders Kontrolldecks oder auch Delver unsere Win Conditions und Karten sicher durchbringen zu können. Und ein Cascading Cataracts, weil wir den Golos nebenbei noch spielen. Neben Post haben wir als Mainstake noch hier unseren Primeval Titan. 4 Stück an der Zahl. Primeval Titan kostet halt 6 Mana, tutort uns 2 Länder. Wenn er reinkommt und jedes Mal angreift, sorgt einfach dafür, dass wir noch deutlich mehr Länder generieren und noch mehr Vorteile erwirtschaften können. Wenn der erste Primeval Titan resolved, ist es ab da eigentlich nur noch eine Frage der Zeit oder eine Frage der Handkarten, ob wir das Spiel gewinnen oder nicht. Als kleinen Bruder vom Primeval Titan spiele ich dann noch 3 Golos. Golos sucht ein Land, entweder Cascading Cataracts, Eye of Ugin oder mehr Post in den meisten Fällen, und kann für 7 Mana schön von oben allen spielen. Um zu dem tollen Gameplan hinzukommen, brauchen wir noch so ein bisschen mehr Support. An der Stelle hier den Elvish Rejuvenator als Playset sucht uns einfach von oben hoffentlich mehr Cloud Post. Das Deck spielt eigentlich genügend Länder, um da immer was zu finden, aber oft genug fisselt man sich da auch einmal einen rein. Karten, die halt einen nicht reinfisseln, sind halt hier die Expedition Maps. Die suchen uns halt immer den Land, was wir gleich brauchen. Genauso wie die Crop Rotation, die halt so belanglose Länder wie so ein Forest oder so ein Bojuka Bock dann in gute Länder wie Cloud Post umwandeln. Und Once Upon a Time sucht halt entweder Win Conditions in Form von unserem Primeval Titan oder Golos oder wirklich die Eldrazi Titan oder noch besser halt die Länder. Dazu ist den halt einfach noch unendlich gratis als ersten Spell und ansonsten für 2 Mana immer noch ein guter Instant. Und als letzte Tutor-Karte die Summoning Trap. Summoning Trap ist besonders gut in so Sachen wie die ganzen Oko Control Shells oder auch Delver. Wird dann einfach für gratis gespielt und findet als Payoff immer eine Kreatur, die größer ist als Summoning Trap überhaupt auch selber Mana kostet. Im schlimmsten Fall ist es halt ein Rejuvenator und die Karte hat uns für 0 Mana nochmal gerammt. Um halt nicht ganz reinzugehen, haben wir so ein bisschen Utility noch, wobei die Sorcerer's Spyglass und die Needles den Effekt haben, Wastelands auszuschalten oder aber auch mittlerweile nervige Karten wie den Oko und andere Planeswalker, je nachdem wie viel Wasteland dann wirklich im Meta gespielt wird, und genau eine Walking Ballista als Payoff gegen so Sachen wie Delver oder um da unser ganzes Mana, was wir so generieren, reinzupumpen. Als wirkliche Win Condition spiele ich, wie gesagt, Eldrazi Titans. Wir spielen Emrakul. Die alte, Emrakul, die neue, Ula Schmock, Kozilek und Eugene. Alter Emrakul generiert halt einfach extra Turns, insbesondere mit Karakas gewinnen wir halt unsere Spot, weil wir unendlich extra Turns haben. Haben wir Eye of, also die Hauptkombo besteht daraus, dass wir Eye of Ugin legen, dann für 20 Mana den raussuchen und direkt casten und von dort aus dann mit Karakas unendlich extra Turns generieren können. Der neue Emrakul wird dann einfach immer günstiger mit dem Spielverlauf. Insgesamt 5 Mana können wir mit allen Karten im Deck theoretisch gut machen, ansonsten Eye of Ugin noch
zusätzlich sind dann bei 6 Mana angekommen. Gerade gegen Kombospieler ist halt so ein Zug immer nehmen, also so Mindslaver-Effekt besonders stark, weil sich die meisten Spieler einfach niemals davon erholen können. Kozilek zieht halt Karten und kann Dinge countern, ist halt als Payoff deswegen gut, weil er die Hand komplett wieder refillt. Ulamog, weil er 2 Karten exilen kann vom Spiel, selber indestructible ist. Karkas kann man auch schön den als offensives Removal benutzen. Der Ugin ist dafür da, weil er einfach mit seinem Plus 2 den Bolt auf Any Target hat mittlerweile. Für Minus das Removal ist, was eigentlich das ganze Board auch wipen kann. Unsere großen Payoff-Spells, die farbig sind, sind halt einfach nur der Primeval Titan. Und da wir seltenst minus 6 machen müssen, eigentlich gar nicht, ist der für uns vollkommen egal als Boardwipe, aber für den Gegner immer verheerend. Und für minus 10 gewinnt halt einfach das Spiel, weil wir 7 Life kriegen, 7 Karten ziehen und 7 Permanents reinbringen. Unsere Permanents sind eigentlich alle verheerend. Und selbst wenn es nur 7 Cloud Posts sind, die wir da generieren können, reicht das einfach, dass wir unendlich Mana ab dem Punkt haben. Kommen wir zum Sideboard. Im Sideboard spielen wir ein paar Utility-Spells wie Allestust. Allestust dient einfach als Removal, vor allem gegen Planeswalker, denn da sind wir super schlecht gegen aufgestellt, weil es einfach kein gutes Removal in unseren Farben gibt und generell auch gar nicht so tolles Removal. Natürlich trifft Allestust auch noch andere Permanents, die uns irgendwie das Leben schwer machen können. Crucible of Worlds, wir profitieren schon sehr, sehr stark von unseren Ländern, gerade so Karten wie Glacial Chasm sind für uns super wichtig, um nicht zu sterben. Ansonsten einfach das Permanent, um gegen Wastelands und andere Land Destruction noch mitspielen zu können. 2 Warping Whale fungieren hauptsächlich als Counter, um nicht ganz gegen Combo einzugehen, können aber auch mal so einen nicht geflippten Delver abräumen oder andere Kreaturen, die vielleicht problematisch sein könnten oder zu gut für den Gegner sind. Ansonsten hauptsächlich gegen Combo so Sachen wie Show and Tell. Gegen Combo direkt ist halt noch Weather the Storm ganz gut. Ad Nauseum führt halt in den meisten Fällen dann zu Tendrils und in Response auf Tendrils of Agony können wir halt einfach deutlich mehr Life generieren, als wir wirklich verlieren und countern im Endeffekt so, dass Tendrils ist auch ganz gut gegen Burn. Dann 3 Veil of Summer. Veil of Summer eignen sich gut als so eine Art Pseudo-Counter. In gewissen Matchups ziehen noch zusätzlich eine Karte. Card Draw haben wir jetzt gar nicht so viel in unserem Deck. Ansonsten countert das halt einfach den Tendrils of Agony Kill, falls unser Gegner Storm spielt und darüber geht. Ein netter Nebeneffekt ist halt gegen Discard. Also alles, was halt schwarz ist und Discard wirklich spielt, schließt auch Reanimator an der Stelle ein, wobei das Matchup so schlecht ist, dass man da einfach abschalten kann und sagen kann, ich concede das schon fast. Return to Nature als Removal für Enchantments, gerade Blood Moon und Back to Basics sind natürlich nicht ganz so gut für das Deck, was ich mit den Non-Basics reinrampen möchte. Zusätzlich hat es die Option, aus dem Graveyard eine Karte zu entfernen, gibt halt also so ein bisschen Flexibilität gegenüber Graveyard-Interaktionen, sei es Reanimator oder auch so banale Dinge wie Snapcaster Mage in den blauen Decks, wo man dann auch einfach immer das Back to Basics erwarten kann in so UW-Shells. Als Gravehate spiele ich Surgical Extraction, Silent Gravestone und Relic of Prodenitus. Silent Gravestone ist aus dem Grund gut, weil es uns selber vor gegnerischen Surgical Extraction schützt, gleichzeitig auch Karten wie Reanimate total belanglos macht für den Gegner und aber auch auf unsere eigenen Targets. Für 4 Mana können wir halt alle Graveyards exilen und noch eine Karte ziehen. Mana generieren wir sowieso sehr, sehr viel, weswegen wir dazu kommen könnten, das zu aktivieren, ist aber tatsächlich gar nicht so wichtig in der Karte. Relic of Progenitus exilt halt immer Karten beim Gegner oder halt alle Graveyards und zieht die Karte. Man könnte sich überlegen, ob man in dem Slot auch die neue Soul Guide Lantern spielen will, weil sie einfach reinkommt, eine Karte exilt, den Friedhof vom Gegner nur exilt oder aber auch die Karte zieht. Ja, und natürlich Surgical, weil Surgical effektiv niemals Mana kostet, sondern nur diese 2 Leben. Glimmer Post generiert uns sogar Leben, von daher können wir da in den meisten Fällen immer bezahlen, das Leben. Response Snapcaster Mage könnte man machen oder bestimmte Win Conditions exilen. Karte ist halt schon super flexibel und wird aus diesem Grund eigentlich in jedem Deck gespielt. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen hier. Wenn ihr von mir selber noch mehr sehen wollt, könnt ihr auch gerne auf meinen Kanal gehen. Ansonsten als kleine Zusammenfassung für das Deck ist einfach ein guter Killer gegenüber Kontrolle. Oko und langsame Decks sind eigentlich vorteilhaft für uns, weil wir dadurch unsere Mana-Base aufbauen können. Und Oko an sich stört uns relativ wenig, weil unsere großen Payoff-Spells ziemlich schnell das Spiel dann für sich entscheiden. Gerade halt die Titanen sorgen dafür, dass selbst wenn was geelcht werden sollte bei uns, es vollkommen irrelevant ist.